Das Bundesland Piemont rund um seine Hauptstadt Turin ist eine Hochburg für noch ein Produkt: Kaffee. Verschieden große Kaffeeröstereien gibt es in der Umgebung, wie die von Roberto Messineo im nahegelegenen Susatal, ein Familienbetrieb. Seit über 20 Jahren röstet der Slowfood-Anhänger Kaffee aus verschiedenen Ländern. Alles noch per Hand. Der Kaffee wird nachhaltig angebaut und ist qualitativ hochwertig. Seine Kunden sind deswegen meist Sterneköche. Nur noch etwa 10 Unternehmen in ganz Italien arbeiten mit traditionellen Röstmaschinen. Das Birkenholz verleiht den Kaffeebohnen ein mildes Vanillearoma. Messineo röstet mit den beiden Spitzenköchen ein ganz besonderes Produkt. Einen wildgewachsenen Kaffee aus Äthiopien in Afrika, dem Geburtsland des Kaffees. Die Maschine röstet die Bohnen in verschiedenen Schritten. Das Geheimnis dabei ist das Spiel mit Temperatur und Luftzufuhr. Messineo zeigt den beiden Köchen das Ergebnis der einzelnen Röstphasen. Etwa 20 Minuten dauert ein Vorgang insgesamt. Messineo unterteilt ihn in 3 Hauptphasen. Das Dörren dauert, bis wir eine Temperatur von 150 Grad Celsius erreichen. Dann beginnt die Phase der Ausdehnung. Es folgt eine dritte Phase der Hydrolyse oder Maillard. Während dieser entstehen die Aromen. Durch den Fruchtzucker in den Bohnen entsteht ein Karamellaroma. Der Zucker wird also immer brauner, die Bohnen dadurch immer dunkler. Wie beim Kuchenbacken der Teig. Die Farbe des Kaffees hängt praktisch vom Fruchtzuckergehalt ab. Auch das eigentliche Kaffeekochen ist in Italien eine Wissenschaft für sich. Dabei spielen Temperatur, Druck und Wassermenge eine wichtige Rolle. So ein Duft. Unglaublich. Das Ergebnis ist umwerfend. Kakao riecht man hier, tonnenweise. Gli accademici sono proprio. Com'è? Bel caffè. È bello come l'ho fatto. Posso solo annusare?